Guck mal, hier seht ihr zum Beispiel, hier ist ein Stein mal reingeflogen. Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Und der letzte im Bunde ist natürlich unser Seat Leon oder der Wagen von Sohnemann, Seat Leon Cupra. Und da müssen natürlich auch Winterreifen drauf. Und der ein oder andere hat es in die Kommentare geschrieben, hey, gib doch mal ein Update zu dem Auto. Der Kilometerstand ist 34.000. Wir haben gerade noch mal, Sohnemann ist auch am Start. Der kann seine Räder nämlich selber dran schrauben, diese dösigen 19 Zöller. Wir haben gerade noch mal überlegt, wenn wir das Auto gekauft haben, wissen es gar nicht mehr ganz genau. Ich sag letztes Jahr. Ich sag letztes Jahr. Aber das wäre 21 gewesen. War das nicht 20? Nein, das war voll Corona-Zeit. Naja, wir gucken auf jeden Fall mal nach. Und die 19 Zöller müssen runter. Das ist also praktisch jetzt sein Job. Und wir legen los und schauen uns das Ding mal an. Das, was ich ganz gerne noch machen wollte, das schaffe ich aber jetzt nicht, weil das Auto nicht sauber genug und trocken genug von unten ist. Einmal mal wieder komplett neu einwachsen von unten, weil ja werkseitig nicht ganz so viel da drauf ist. Das bedeutet als nächstes jetzt, ja, Kalli, du kannst jetzt hier, komm mal her, hast du den Schlagschrauber, geht's jetzt die Reise los. Ah, da lobe ich mir meine 16 Zoll Stahlmöhren da hinten drauf. Nee, nur ganz kurz, jetzt. Andersrum. Hast du? Ja. Ist angesetzt. Jetzt musst du den Hammer nehmen. Ja. Der liegt da hinten, wo der Wasserkasten ist, ist der Hammer. Und jetzt musst du von hinten auf den Reifen hauen. Nicht auf die Felgen, sondern auf den Reifen. Und dann kommt die ganze Scheiße. Hey! Hast du richtig rumgestellt? Ja. Immer. Immer, ja. Alter, wenn ich... Ja, Junge. Jawolski, aufpassen. Ja, und so machst du das jetzt bei allen vier. Die letzte musst du wieder etwas stecken lassen, ne? So, Reifenprofiltiefe. Ich hatte jetzt eigentlich mit Schlimmeren gerechnet, weil es ist ein rein frontgetriebenes Auto. Der läuft schon ganz gut. Und wir haben jetzt vorne 5 und hinten haben wir 5,5 bis 6, also 1 mm Differenz. Da hätte ich jetzt so gesagt, das ist vollkommen in Ordnung. Ja, wenn ich jetzt gut haben, haben wir noch drauf. Alter, hat ihr den Saal geknallt? Ich habe keine Ahnung. Drehst du richtig rum? Ja, sicher, dass ich rum. Gegen die Uhr oder mit der Uhr? Gegen die Uhr. Ja, okay. So, hinten die Bremse. Ja, die hat er ja mal neu bekommen. Da ist aber auch noch nichts dran. Ihr seht natürlich auch hier, das werden wir gleich mal eben abschleifen, bevor wir die neuen Räder drauf machen. Aber Bremse hinten ist noch wirklich sehr, sehr gut. Wenn es hier vorne schaut, ist auch noch gut. Ja. Obwohl, Hälfte ist noch locker drauf, ne? Also, das passt schon. Hier hatten wir ja übrigens mal in Anführungsstrichen hier das Ganze mal nachlackiert. Das ist auch noch Bombe. Ja, Leute, das Ding kennt ihr ja mittlerweile, ne? Wenn die Räder, die Alumänner nicht sauber abgehen, einfach einmal hier so fertig, einmal noch mal mit dem Latten drüber gehen, aber dann ist die Rostkante erstmal weg. Das mache ich jetzt auch. Ja, und dann geht das auch wieder drauf. Und ihr seht oder ihr hört, dass das ganz schön festgepappt ist über die Zeit. Dass das natürlich auch kommen wird, ist die K-Graf Kupferpaste und Keramik. Ja, damit ihr super Bremse machen könnt, Auspuff machen könnt, ist unterwegs. Ist unterwegs und hatte ich hier auch, ist ein geiles Zeug. Aber ich werde jetzt erstmal hier die Auflageflächen einmal ganz kurz so Kupferpaste drum machen, damit das Ganze auch im Frühjahr wieder einigermaßen gut abgeht. Und wie ich eben so drauf bin, habe ich natürlich jetzt hier auch Keramikpaste. Ich mache jetzt auf der linken Seite meist Kupferpaste drauf und auf der rechten Seite Keramikpaste. Ich gehe davon aus, dass beides erste Sahne sein wird, denn das Produkt hatte ich schon x-mal in der Anwendung. Aber bis du das erstmal alles so fertig hast, dauert es natürlich. Aber es wird kommen. Ne? Kalraf 39 und Kalraf 29 sind quasi unterwegs. Und ich weiß ja nicht, wann du dieses Video schaust. Also zur Erstellung des Videos ist es noch nicht verfügbar. Aber wenn ein Link unten in der Videobeschreibung ist, zu dem Produkt kannst du dir die Anti-Quietsch-Paste holen, ne? Und die Kupferpaste. Eigentlich brauchst du beides in der Garage. Die einen nehmen das eine, die anderen nehmen das andere. Der schwört da drauf, der schwört da drauf. Unterm Strich ist mir das also auch positiv egal, was ihr benutzt. Wenn ihr darauf
schwört und auch gute Erfahrungen gemacht habt. Ich habe beides aufgenommen. So Leute, für die Kupferfans unter euch sieht das Ganze so aus, ne? Einfach mal so drumherum pinseln oder drumherum sprühen, je nachdem. Nur ganz dünn. Wichtig ist ja nicht die Fläche hier, ne? Also die Fläche vor Kopf wird nicht eingesprüht, sondern einfach nur diese Kante. Daran pappt ja immer die Felge so ein bisschen fest. So, hinten das gleiche Spiel, seht ihr. Ah, da ist auch wirklich noch Kupfer drin. Ja, einfach nur geil. So, jetzt seht ihr hier, das sieht doch gut aus. Ja, parallel gucken wir uns mal alles an, ob was lose ab oder irgendwie in Gefahr ist. Aber bei dem Kilometerstand dürfte das an sich noch nicht sein. Ah, das ist auch alles gut. Bremse vorne, perfekt. Fahrwerk, Koppelstangen und ist auch nichts, auch wenn man da jetzt mal auf die Verkleidung schaut. So, hier natürlich das Gleiche. Ah, da ist auch alles dicht, so wie es aussieht. So muss das aussehen. Ja, die Räder sind drauf, ist natürlich bei 19 Zoll, macht das nicht wirklich Spaß. Dann ist es hier natürlich auch noch ein bisschen eng dabei. Aber Räder sind drauf und wir schauen jetzt einmal drunter. So, Kalli, bist du noch zufrieden mit dem Auto? Ja, sicher, selbstverständlich. Also, bis jetzt haben wir alles richtig gemacht. Wir gucken auch gleich nochmal oben in den Motorraum rein. Ölstand wäre ja vielleicht mal ganz gut zu wissen, aber wir schauen jetzt erstmal, wie es da unten drunter so aussieht. Ich sag mal so Achsbandschäden, da braucht ja nur was reinfliegen. Dann geht sowas natürlich schon auch kaputt. Da ist das ja Fahrzeugalter unabhängig, aber ihr seht, hier ist alles trocken. Auch hier vom Getriebe. Gucken wir mal hier rein, da waren wir ja dran, hier oben. Das sieht auch alles super aus. Hier zum Beispiel, ach guck mal, hier seht ihr zum Beispiel, hier ist ein Stein mal reingeflogen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Aber das sind natürlich dann Sachen, die durchaus Geräusche machen können beim Bremsen bzw. Schleifgeräusche dann später. Weil da kann man sehen, da ist mal ein Stein reingeflogen in die Bremse oder ins drehende Rad. Und wahrscheinlich entweder ist er wieder rausgeflogen, er steckt vielleicht noch im Bremsklotz, keine Ahnung, aber das sind so diese kleinen Dinge. Hat es ja gequietscht beim Bremsen, Kalli? Ja. Ja, dann lassen wir das so, aber das ist immer, wenn was reinfliegt, das kann man, okay. Da kann man also manchmal auch nichts machen. Ja, aber ansonsten sieht das ganz gut aus hier. Ja, hier ist auch alles Bombe, so wie es sein muss. Jetzt hier mal so schaut, ja, das Auto ist ja wirklich noch so gut wie neu. Das, was ich wirklich noch machen wollte, ist wirklich hier die ganzen Lenkungsteile verwachsen. Ne? Wenn, ich weiß nicht, ob ich da noch ein Bild finde, wie das bei ihm noch aussieht, hier oben die Schraube. Ne? Und wie die Schraube bei mir aussieht, da werde ich jetzt mal schauen, ob ich da noch mal ein Bild finde. Und ich glaube, man sieht dann eben auch, dass hier ja so gut wie nichts mehr drunter ist. Aber wenn er wirklich mal durch die Waschanlage fährt und dann hier unten alles sauber ist, dann hauen wir da einfach mal Wachs drunter. Aber ihr seht, das Auto an sich ist wirklich gut. Was wir natürlich zum guten Schluss auch machen, ist einmal in den Motorraum schauen, ob da alles in Ordnung ist. Aber bei dem Kilometerstand gehe ich jetzt nicht mal davon aus. 34.000, ich denke mir mal, wir werden jetzt irgendwann mal die Kerzen machen. Und ja, theoretisch Service haben wir erst gemacht. Von der Seite aus ist das auch alles irgendwie in Ordnung. Gucken wir mal eben nach, wann genau wir den gemacht haben. Ja genau, also am 9.9.22. Ja, wir haben jetzt Ende November. Das ist also in Ordnung. Wir werden jetzt noch Scheibenfrostschutz auffüllen, Kühlwasser. Da haben wir ja mal das G13 haben wir rausgeschmissen, G12 haben wir reingemacht, weil wir nicht ganz genau sicher waren, was wirklich drin ist. Aber wenn wir jetzt hier mal so schauen, wir gucken jetzt hier auch noch mal rein, kann man leider nicht viel erkennen. Ne? Ja, aber das sieht jetzt nicht so aus, als wäre das in irgendeiner Art und Weise jetzt irgendwie verschlammt oder so. Ne? Aber hier, und hier ist noch mal, müssen wir auch noch mal schauen, dass hier können wir mal schön reingucken, weil das ist die Kurbelgehäuse, Entlüftungszuführung, da kann man auch einiges erkennen, ob der Motor schon, ich sag mal, in irgendeiner Art und Weise Öl nimmt oder Öl durch die Kurbelgehäuse Entlüftung pumpt. Ja, dann hier APR-Geschichte, hat er sich bei JP machen lassen. Der ganze Motor ist also theoretisch nicht, der ganze Motor ist original, aber anderes Turbo-Inlay und andere Ansaugung hat er sich machen lassen bei JP und das ist auch alles eingetragen. So, aber so sieht es ganz gut aus. Jetzt ziehen wir nochmal eben den Ölmessstab raus. Bin ich echt mal gespannt. Ja, ah ja, es steht genau beim Maximum. Also wie gesagt, das ist jetzt 3 Monate. Kilometerstand ist jetzt 34.000. Wir haben den Service gemacht bei 30.800. Also wenn er sich da jetzt schon Öl genommen hätte, hätte ich auch gesagt, da stimmt irgendwo was nicht. Aber er ist damit zufrieden. Das Ding läuft ganz gut. Wie gesagt, er hat sich das so vorgestellt. Er wollte den Motor entsprechend oder den Turbo entsprechend umgebaut haben. Hey,
Junge, ich sage immer, der Junge ist alt genug. Ja? Und letztendlich habt ihr jetzt erstmal so ein schmales Update von dem Fahrzeug. Kann ich irgendwelche Auffälligkeiten? Ne, läuft einwandfrei. Wir haben das Getriebeölwechsel gemacht. Hast du da irgendwas gemerkt? Schaltet ein bisschen besser, ne? Also einfach ein bisschen sauberer, ein bisschen weicher auch gefühlt. Ne? Ja, also ich habe, wir haben bei diesem Fahrzeug DSG-Öl gewechselt und man konnte irgendwie keinen Unterschied erkennen. Und jetzt habe ich noch ein anderes Video gemacht, was zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht wurde. Und ja, da kam nämlich Folgendes raus. Das eine DSG-Ölwechsel ist neu. Das andere DSG-Ölwechsel ist 111.000 Kilometer. Ja, ja, zeig mir den Unterschied, sage ich nur. Ja. Aber ich denke mir, so viskositätsmäßig Additive, die flitzen natürlich dann auch irgendwann mal raus, verflüchtigen sich. Und es soll nicht, und das sage ich immer, es soll hier nicht am mangelnden Service oder weil man alles ausreizt. Wir machen alle 10.000 Kilometer Ölwechsel an diesem Auto. Bei mir reicht es eigentlich alle 15, aber da würde ich wahrscheinlich auch erst ein bisschen minimieren. Aber da haben wir den Service nie geschlunzt und es lohnt sich auch einfach nicht, diese Sachen zu schlunzen, weil sie jetzt nun mal auch nicht, zumindest für mich und natürlich dann auch für Family and Friends, nicht die Welt kosten. Ne? Und ja, also zufrieden mit dem Auto, Winterräder sind jetzt drauf. Das, was jetzt nicht geklappt hat, dafür ist er von unten zu schmutzig, ist das verwachsen, das wird aber noch kommen. Und ich freue mich darauf, wenn erstmal diese beiden neuen Produkte am Start sind. Wie gesagt, wenn ein Link unten in der Videobeschreibung ist, dann ist das Produkt da, sind bestellt, werden gerade produziert und ich hoffe, dass das jetzt kurzum was werden wird. Soll noch dieses Jahr kommen und das würde mich natürlich sehr freuen. Und ich freue mich natürlich, dass du dir dieses Video angeschaut hast und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst, haut rein. Ciao, ciao.